Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lan Toshina für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen nämlich wieder ein paar Kisten aus den Szenarios aus Mist of Pandaria öffnen. Und dazu war ich wieder fleißig, habe ein bisschen was gefarmt. Ich würde sagen, wir machen 30 Stück auf. Und die ersten drei habe ich jetzt schon mal auf meinem Schaman. Kiste Nummer Uno hat leider nichts gegeben. Dann die zweite Kiste... auch nix. Oh boy, was habe ich denn für ein Pech? Gut, in der epischen Kiste ist, glaube ich, immer ein Item drin. Das kann ich mir doch nicht erzählen. Ja, es war ein Item drin, aber eins, was ich nicht brauchen konnte. Also der erste Char war komplett für den Sack. Aber ich glaube, der Loot-Spec zählt tatsächlich rein. Habt ihr gesehen? Ich bin Wiederherstellung, habe einen Int durchgekriegt. Bin mir relativ sicher, dass der Loot-Spec reinzählt. Okay, da muss ich bei den anderen Chars dann in Zukunft mal gucken. Falls ihr euch fragt, warum ich diese Kisten überhaupt aufmache, beziehungsweise wo man die herbekommt, schaut in den ersten Teil rein. Da habe ich das ein bisschen ausführlich erklärt, beziehungsweise auch gezeigt, wie man die farmt. Und ja, am besten da reinschauen. Ich werde es euch auch verlinken, beziehungsweise wenn ich es vergessen habe, dann habt das einmal in der Playlist oben, beziehungsweise schreibt es mir einfach in den Kommentaren, dann füge ich den Link noch ein. So, den nächsten Char, das ist hier wieder ein Test-Char. Und zwar benutze ich den ja, weil man diese ganze Geschichte ja nur einmal pro Char erledigen kann. Also es gibt insgesamt drei Quests, wo es dann dementsprechend diese Kisten gibt. Und ja, den Char werde ich danach wieder löschen. Ihr seht, der Name ist auch einfach irgendwas in die Tastatur gehackt. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier mehr Glück haben. Einen Plattenkopf, den kann ich schon mal brauchen. Dann haben wir hier nichts drin. Ihr seht, ich habe hier auch keinen... also kein Interface und auch kein schnelles Looten drin. Ah, und einen Gürtel kann ich auch brauchen. Na, wunderbar. Gut, dann können wir eigentlich direkt weiter. Das nächste haben wir den Warrior. Ich dachte mir, ich ziehe jetzt mal das All the Things nur raus, dass ihr seht, wo ich jetzt aktuell stehe. Ich bin jetzt einen Ticken weiter als beim ersten Video. Und ja, was wir auch immer gucken können, ist wegen Waffen. Aber ihr seht, ich brauche alle Specs hier. Also da ist eigentlich egal, was ich einstelle. Und hier auch, ne? Worry kann ja eh fast alles an Waffen tragen. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal rein, was wir drin haben. Leider in der ersten Kiste nur Gold. In der zweiten einen Umhang. Ah, da muss ich auch nochmal gucken, weil seht ihr, die Umhänge sind für verschiedene Rüstungsklassen. Gut, beim Worry brauchst du jetzt nur Stärke. Aber es gibt ja auch zum Beispiel beim Druid, habe ich ja Agi und Int, ne? Oder beim Paler Int und Stärke. Also da hast du dann teilweise auch verschiedene Umhänge, die du kriegen kannst. Gut, noch brauche ich eh, glaube ich, alle, aber irgendwann später wird das relevant. Und dann schauen wir noch in die Epic-Kiste. Ja, nice, da haben wir noch Handgelenke drin. Als nächstes haben wir hier einen Evoker. Jetzt gucken wir mal, was wir da Schönes rauskriegen. Mal wieder nur Gold. Nochmal nur Gold. Jetzt hoffen wir, dass es noch ein paar Kettensachen hier gibt. Ah, was haben wir da? Ketten, Handgelenke. Sehr schön. Und als nächstes dann wieder mein Test-Char, den ich ja quasi danach wieder löschen kann. Jetzt gucken wir mal. Ah, da ist nichts drin. Das ist übrigens ein Priester, also ziehen wir hier hoffentlich Stoffsachen raus. Oh komm, also die blauen Kisten enttäuschen mich echt. Zweimal nix. Und dafür haben wir hier einen Kopf. Na, wunderbar. Sudala, als nächstes haben wir dann den DH. Und jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich die Kisten? Ah, da oben. Muss man wieder die Chars aufräumen. Also, jetzt gucken wir mal. Erste Kiste. Nada niente. Och, Korben, die zweite auch. Und was haben wir hier Schönes drin? Na, zumindest ein Kopf. Nee, Schultern sind es. Das sah jetzt irgendwie wie ein Kopfslot aus. Schultern haben wir. Dann haben wir noch einen DK. Und dort haben wir einen epische Schultern. Aber die hatte ich anscheinend schon. Okay, schade. Dann den Gürtel, den brauche ich tatsächlich noch. Und was haben wir in der epischen Kiste? Handgelenke, die hatte ich leider auch schon. Naja gut, jetzt doppeln sich die Sachen schon. Gut, der nächste ist dann wieder einer von meinen Test-Chars. Und da haben wir einen Hexer. Hier ist nichts drin. Auch nichts. Komm, jetzt aber... Achso, ich muss hier... ohne schnelles, quasi oder automatisches schnelles Looten ist das schon ein bisschen ätzend. Komisch, dass die letzte Kiste dann automatisch aufging, aber die hatte ich anscheinend auch schon, die Hände. Ja gut, das war eine komplette Nullnummer. Dann war ich nur unterwegs mit dem Priester und schauen wir mal, was wir da noch Schönes drin haben.
Ah, einen Umhang, oder? Ja, einen Stoffumhang. Und, oder, naja, gut, Umhang ist immer Stoff. Dann haben wir hier einmal nix und eine Halskette. Na gut, das war jetzt Pech mit der Halskette. Juti, dann haben wir den letzten Char noch. Und zwar ein Paladin. Und schauen wir mal, was haben wir drin? Eine Brust, die brauchen wir tatsächlich sogar noch. Dann einen Gürtel, den brauche ich sogar auch noch. Und vielleicht nochmal ein drittes Teil. Ein Ring, aber 2 von 3 ist schon mal nicht schlecht. Juti, damit müssten wir 30 Kisten aufgemacht haben. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.